Ich weiß bis heute nicht, wieso sie deshalb so geweint hat. Eine Haarbürste. Ich persönlich bevorzuge einen Kamm. Jede Menge Wattestäbchen. Praktisch, wenn es was zu ölen gibt. Ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Ich legte etwas Rouge auf. Okay. Ich sah Henri überhaupt nicht ähnlich. Ich beschloss, mir das Gesicht zu säubern und von vorn anzufangen. Och Mann, jetzt ernsthaft? Zuerst mal Ich setzte die Augen. Henris Brille auf. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Genau, dann mussten wir... Das sah gut aus, aber noch nicht perfekt. Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Gut, ich brauchte ein braunes Ziegen. Komm, braunes Ziegenbärtchen. Nagellack. Henri hatte etwa den gleichen Körperbau wie ich. Aber wie konnte ich mein klassisches, gutes Stobbert-Aussehen verbergen? Für den Anfang... Henris Haare waren dunkler als meine. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Okay. Mein Outfit brauchte etwas Flower Power. Bijou benutzte einen durchdringenden Blumenduft. Den wollte ich nicht an mir haben. Wie wäre es mit etwas Blauem? Oh mein Gott, jetzt hast du es wieder vermasselt. So, erstmal die Haare. Es funktionierte, aber ich brauchte... Henri hatte mehr Haare. Ich brauchte ein braunes Ziegenbärtchen. Ich erschauderte beim Gedanken an die Schmerzen, die ein einziger solcher Wachsstreifen verursachen konnte. Irgendwas mit Wachsstreifen? Ich brauchte mehr Haare im Gesicht. Okay, mehr Haare. Wie machen wir das denn jetzt? Wattestäbchen, was haben wir denn hier jetzt? Lippenstift brauchen wir nicht, Haarbürste will er nicht. Papiertücher löscht alles. Meine Haare waren jetzt braun. So. Mein Mund, leider immer noch ohne Ziegenbärtchen. So, wie mache ich das Ziegenbärtchen? Was haben wir hier? Wir können auch nichts anmalen oder sowas. Hier. Das würde nie. Ich hatte nur wenige Streichhölzer. Vermutlich keine gute Idee, eins zu benutzen. Ich hatte schon die ganzen Haare. Okay. Haarbürste, ja, braun. Augen, ja, die Brille auf jeden Fall. Ich setzte auf. Ja. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Nah dran. Wie mache ich denn mein jetzt? Mein Outfit brauchte etwas Flower Power. Warte mal, wir gehen mal kurz zurück. Henri war mit sich und der Welt im Reinen. Da. Weiße Blume. Einer Leiche eine Blume zu klauen. Wie tief war ich gesunken? Okay. Der kleine ausgestopfte Hund hatte einen Ehrenplatz auf dem Tisch. Sein kleines Gesicht erinnerte mich an Henri. Das Fell sah genauso aus wie Henris Haare. Manche Hunde sehen ihren Besitzern wirklich ähnlich. Ich brauchte eine bessere. Tut mir leid, Kleiner. Hey. Wir sehen uns dann in Rio. Hat geklappt. Ich glaube, das reicht auch. Mehr brauchte der auch nicht. Die tanzt vor sich hin. Okay, Brille auf. Ich setzte Henris Brille auf. Ich sah dem Gal. Ja, das es wissen wir. Ja. Henri. Ja. Ich brauch. So. Hm, das. Ja. Ja.
Outfit. Wir haben vergessen, ein Outfit mitzunehmen. Und? Ich hielt den Mund fest geschlossen und ein Instant Ziegenbart. Nah dran, aber irgendwas fehlt. Der Hals. Das würde niemals klappen. Können wir den Schal nicht mitnehmen? Ah, oh, klasse, irgendwas haben wir vergessen. Das. Scheiße, irgendwas haben wir vergessen. Irgendwas haben wir vergessen. Schminktisch. Okay, irgendwas Flippiges. Sag bloß, wir müssen jetzt wieder in die Galerie gehen und in sein Büro. Da waren ja viele Sachen. Ja, pass auf, machen wir. Müssen wir ja. So. Na? Wieso konnten wir jetzt nichts anklicken? Haben wir schon alles, was wir brauchen? Warte nochmal. Ich habe ja irgendwas falsch geklickt. Ne, wir können wirklich nicht anklicken. Okay, dann. Ja, irgendwas vermutlich doch hier. Oder vielleicht einer in den. Pariser Frühling. Nee, Tonis. Tonis. Da konnte ich mit Nico gut mal hingehen. Ja, ja, Kaffee. Noch ein Stadtteil. Ja, bringt nichts. Irgendwas müssen wir noch in der Wohnung finden. Die Frage ist bloß, was? Was müssen wir noch in der Wohnung finden? Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwas. Bijou, hier ist nochmal George. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas zum Anziehen, Flippiges finden. Aber ich sehe hier gar nichts. Ich hätte gesagt, hier vielleicht, aber ist auch nicht. Das sind nur Aktbilder. Henri war mit sich und. Ja, und dem Welt, der. Der kleine ausgestopft. Ja. Manche Hunde sind. Ja, ja. Was haben wir denn so? Ach. Rasierwasser, das hat gefehlt. Das Rasierwasser war ja von ihm. Stimmt. Okay, probieren wir mal. Ansonsten kann ich ja nichts mehr finden. So, Brille auf. Ich setzte. Ja. Ich, ja. Hm, ja. Henri, ja. Ich. Ja. Es so, funktioniert. Ja. Mein, ja. So, dann das Rasierwasser am Hals. Ich übertünchte meinen Geruch mit Henris Spray. Mir schossen Tränen in die Augen. So, und nah sein dran. Und sein Ziegenbärtchen. Ein Instant. Es funktionierte. Aber ich brauchte noch etwas. Was braucht der noch? Das vielleicht? Keks, Whisky, Blume. Ich brauchte eine bessere. Das wäre völlig sinnvoll. Ja, wo soll ich denn. Nee, ich musste was anderes versuchen. Ja, der braucht. Wo kriegen wir sowas her? Wo kriegen wir ein. Ach, Knopfloch, warte mal. Ich steckte mir Henris Blume ins Knopfloch. Der Jasmin verlieh mir definitiv etwas perfekt Hippie-mäßiges. Hm, das war wohl nichts. Ich sah mehr wie Bijou aus als wie Henri. Okay, okay. So, hm, ja. Oh, ja. Ich. Ja. Ziegenbärtchen.
Jetzt wissen wir es. Instant- so. Ja, es war. Brille. Ich setzte. Ich sah. Mein. So, und Knopfloch. Ich steckte. Ach, und Rasierwasser, genau. Es, die Kleidung stimmte auf den Punkt. Aber ich brauchte noch etwas. Ja. So. Ich übertünchte meinen. Das war's. Yep. Ich schaute in den Spiegel und Henri blickte mir entgegen. So, dann wollen wir mal. Henri, da bist du ja, du böser Junge. Tanz mit mir, mein kleiner Rollmops. Rollmops. Du hast mir gefehlt. Gefehlt, natürlich. Cherie. Oh, Henri, ist das nicht ehrlich? Ach, guck mal. Wie in alten Zeiten. Schatz, ich brauche den Safe-Schlüssel. Hast du ihn? Natürlich. Ich habe doch versprochen, darauf aufzupassen. Hier, Hasi Baby. Okay. Ich sollte sie schlafen lassen. Ich hatte ja den Schlüssel. Umgefallen wie ein Kartoffelsack. Und außerdem wollte ich endlich diesen Herkunftsnachweis in die Finger bekommen. Waren gerade einen kleinen Hänger, aber dann ging es weiter. Ich war überrascht, Pater Simeon in dem Café zu treffen. George, hätten Sie einen Moment Zeit? Oui. Oui, oui. Ist alles in Ordnung, Pater? Nein, mein Sohn, absolut nicht. Etwas unendlich Böses bedroht uns. Die Zeichnung, die Sie mir in der Galerie gezeigt haben, diese Studie zu La Maledictio, sie zeigt da ein verborgenes Bild im Ouroboros. Ein gefährliches Bild. Wieso gefährlich? Das Symbol steht für eine Häresie. Ein Gegenstand, den die Gnostiker Tabula Veritatis nennen. Die Tafel der Wahrheit? Es ist eine Tafel der Lügen. Ein Werkzeug Luzifers. Okay. Erzählen Sie mir mehr über diese Tabula Veritatis. Das ist ein Artefakt, mit dem man die gesamte Schöpfung auslöschen kann. Sie wurde vor Jahrtausenden von den Katharern, einem bösen Gnostikerkult, aus dem Heiligen Land nach Europa geschmuggelt. 1209 führte die Kirche einen ruhmreichen Kreuzzug in der Heimat der Katharer in Südfrankreich. Wir löschten fast alle Katharer aus und mit ihnen das Böse, Gnostizismus. In jener Zeit wurde mein Orden gegründet, die Dominikaner, um die letzten Gnostiker zu suchen und auszumerzen. Doch wir versagten bei unserem vordringlichen Ziel. Wir fanden die Tabula Veritatis nicht. Wir nahmen an, sie sei verschollen. Doch das Gemälde zeigt, dass sie wohl immer noch in den Händen der Gnostiker ist. Ich verstehe immer noch nicht, was an den Gnostikern so böse ist. Sie sehen in Gott nur den Schöpfer der materiellen Welt und verehren Luzifer als den Fürsten des spirituellen Reiches. Hui. Hui. Die Gnostiker sind also ausschließlich böse? Genau. Lassen Sie sich nicht von ihren verführerischen Lügen blenden. Wurden alle Katharer getötet? Alle, die sich zum Kampf stellten. Aber wie Unkraut haben sie tiefe Wurzeln. Wir konnten das Böse nicht völlig ausrotten. Was ist denn so schlimm an der Tafel? Was genau?